So, dann wollen wir uns mal um das letzte Drachenfliegennest kümmern. Oder Feuerfliegennest. Und um die restlichen Feuerfliegen, die hier rumfliegen. So. Da sind auch schon alle auf einem Haufen. Dann geben wir unsere Macht der Erde, unsere Kraft der Erde, eine letzte Chance. Auch wenn unser Dachs mit dem Schadensfeld ist. Naja, so viel zur letzten Chance. Hauen wir mal lieber auf die Feuerfliegen drauf, die uns angreifen. So, das war die letzte Feuerfliege. Dann sammeln wir mal ihre Giftbeutel und Giftzähne ein, weil die können wir sicherlich bei einem Archivisten gut verkaufen. Wir haben nämlich nicht so viel Geld. Wir haben gerade mal 2 Dukaten und wir brauchen noch Ausrüstung. Aber die Einbären da hinten nehmen wir noch mit. Sollte man immer dabei haben, ein paar Einbären. Wenn wir Heilung brauchen. So. Die Feuerfliegen haben wir jetzt erledigt. Jetzt müssen wir den Imker finden. Laut Tagebuch. Gefährliches Flügelschlagen. Ein Imker in Nardore züchtet eine natürliche Art von Feuerfliegen. Sie jagen wahllos alles, was ihnen begegnet, aber der Imker hat nur Augen für die Münzen, die er mit dem süßen Sirup aus den Fliegennestern gewinnt. Ich kann dieses Treiben ebenso wenig dulden wie Meister Laurelin. Ja, den Fluss habe ich abgesucht und jetzt suche ich den Imker in der Stadt. Aber vorher gehen wir noch zu den Feuerfliegen, die wir letzte Folge erledigt haben und holen uns da auch noch die Giftbeutel, sofern wir sie denn wiederfinden in dem hohen Gras. Leider lassen sie die sich nicht so gut hervorheben. Hier sind keine Feuerfliegen, hier oben haben wir auch keine. Ah, aber hier haben wir Gullmond, den können wir einsammeln, falls wir mal anders vergiftet werden als durch Feuerfliegen. Da liegt eine kleine Feuerfliege. Habe ich doch richtig gesehen. Die sind in dem hohen Gras doch schon etwas schwieriger zu sehen. Deswegen kann es ein bisschen dauern, bis ich die hier noch gefunden habe. Da ist keine. Da ist auch keine. Hier irgendwo müssten noch welche rumliegen. Mal sehen. Ah ja, da. Sehe ich doch 2 Stück. So. Bleichmond sammeln wir mal nicht ein, da ich selber nicht mal weiß, für was wir Bleichmond verwenden könnten. Aber die Einbeeren und das Würselkraut da hinten, die können wir einsammeln. So, Feuerfliegen sehe ich jetzt hier so auf die, mit dem bloßen Auge leider keine mehr, die wir einsacken können. Oder denen wir das Gift rausziehen können. Dafür haben wir hier noch etwas Gullmond, vielleicht kriegen wir dieses Mal welches zusammen. Nein, auch nicht. Schade. Würselkraut? Ja, wenigstens etwas. So. Und dann gehen wir mal in die Stadt und suchen diesen Imker. Der Gehilfe hat uns ja gesagt, er wäre hier am Südtor. Werden wir ihn ja wohl finden. Hier unser durstiger Freund. Drachensirup! Kommt und kauft die Delikatesse der Saison! Was sind schon Kosch-Amazonen gegen diese Leckerei? Hausgemacht und einmalig im ganzen Kosch. Also ich würde nicht mal Kosch-Amazonen essen, weil ich das grausam finde, diesen armen Singvögel die Zunge rauszureißen. Frischer Drachensirup. Grüß euch. Wollt ihr meinen delikaten Drachensirup kosten? Ihr werdet im ganzen Kosch keine leckerere Leckerei finden. Leckerere Leckerei, ja. Tolles tolles Marketinggespräch, tolle Werbung. Aber gut, sprechen wir mal auf Meister Laurelins Gesuch an wegen diesen Drachenfliegen. Feuerfliegen. Ah, mit dem spitzohrigen Herrn hatte ich bereits eine Unterredung über meine Arbeit. Er hatte einige Bedenken. Ja, die habe ich auch. Und zwar habt ihr nicht auf ihn gehört, stattdessen züchtet ihr weiter diese unnatürlichen Wesen. Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht, was das soll. Meine Feuerfliegen tun niemandem etwas zuleide.
Sagt Herrn Laurelin bitte, dass er sich ganz unnötig Sorgen macht. Unnötig Sorgen. Diese Viecher haben mich angegriffen und mehrmals vergiftet und sogar meinen Dachsfreund einmal getötet. Die tun wirklich niemandem was zuleide, gell? Versuchen wir es mal mit überreden. Also diese Feuerfliegen sind unnatürlichen Ursprungs und sie stellen eine große Gefahr dar. Diese Tiere sind harmloser als Hummeln. Und ihr Sirup verkauft sich einfach prächtig. Also Hummeln sind schon liebe Tiere, das stimmt. Aber deine Feuerfliegen garantiert nicht. Du bist ja nur so, wie es aussieht, aufs Geld aus. Was geht hier vor? Ach Gott, und jetzt kommt auch wieder dieser Grießkram. Was will der denn hier? Gut, dass ihr kommt, Herr Hafenmeister. Dieser Elf Laurelin mischt sich schon wieder in meine Geschäfte ein. Jetzt schickt er schon einen Handlanger, um mich unter Druck zu setzen. Bitte? Ein Handlanger? Ich bin ein Geode und ich handle auf eigenem Willen. Aber ich war auch mal Soldat und der Soldat in mir würde dir jetzt am liebsten mal eine verpassen. Was? Dieser naturverliebte Spinner hat hier gar nichts zu sagen. In seinem Wald kann er mit den Hirschen tanzen, aber in der Stadt bestimme ich. Du? Ich dachte, der Baron, den wir vorhin getroffen haben, wäre für die Stadt verantwortlich. Naja, aber der wird wahrscheinlich genauso korrupt sein. Genau wie du selber, du Grießkram. Aber ich will dich trotzdem warnen. Diese Feuerfliegen können eine Gefahr für die Stadt werden. Papperlapapp! Mit diesen Schauergeschichten macht ihr nur die Leute unruhig. Los, raus aus meiner Stadt, bevor ich euch verhaften lasse. Du bist Hafenmeister, nicht Bürgermeister. Frischer Drachensirup! Aber trotzdem scheint er uns rauszuschmeißen. Blöd, Mann. Den will ich nicht nochmal über den Weg laufen, sonst hau ich ihn. Aber gut, jetzt weiter zu Meister Laurelin. Versuchen wir es mal mit der Schnellreise. Halt! Ich habe Anweisung, euch nicht in die Stadt zu lassen, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Jetzt muss ich den ganzen Weg laufen, nur weil der mich nicht reinlässt. Dir gebe ich keinen mehr aus. Naja gut, nutzen wir die Zeit und sammeln die Einbeeren hier auf. Ach, wenigstens hat sich das gelohnt. Fehlschlag. Und nochmal ein Bären, sehr schön. Da müssen wir jetzt den ganzen Weg zu Fuß zu Meister Laurelin laufen. Ja. Das Würselkraut haben wir bereits gesammelt. Gut. Da oben sind schon wieder... was ist das da oben? Ach, ein Typ mit seinem Karren und einem Schwein. Warte, ist das überhaupt ein Typ? Ich kann es nicht. Der steht so still. Da ist da einer überhaupt? Ja, da ist einer, aber... naja. Hoffentlich lebt er noch. Hier sind unsere Trollfreunde. Gehen wir mal weiter. An denen gepflegt vorbei. Ohne, dass sie uns bemerken, hoffe ich mal. Und hoch zum Meister Laurelins. Waldlichtung. Ah ja. Die Natur hier in dem Spiel sieht so schön aus. Und das Gras ist hoch genug, dass ich mich fast drin verstecken kann als Geodenzwerg. Ah, naja, was soll's. Der hohle Baumstumpf, den habe ich bereits wieder. Na nur. Fallensteller. Direkt vom Laurelins Lager. Was? Die haben hier eine Bärenfalle aufstellen wollen, aber einfach liegen gelassen und sind abgehauen. Was zur Hölle? Dann gucken wir mal, wo sind sie hinabgehauen? Haben sich in Luft aufgelöst. Na, sehr schön. Reden wir mal mit Meister Laurelin darüber. Tritt näher. Ja, das tue ich. Ich sehe in deinem Gesicht, dass du die Aufgabe erfüllt hast. Dennoch bedrückt dich etwas. Bitte berichte. Ja, dieser blöde Hafenmeister. Ich habe alle Nester zerstört und die Feuerfliegen unschädlich gemacht. Doch der Inka war taub für meine Worte. Ja, der war auch ein Idiot. Das dachte ich mir und schon. Und warum schickst du uns dann zu dem? Na gut, bleiben wir mal ruhig. Er strebt nach dem Reichtum, den er durch den Sirup zu erlangen glaubt. Dann kam auch noch Hafenmeister Orbert dazu und verwies mich der Stadt.
Der Imker ist fehlgeleitet. Doch in Orbert spüre ich eine tiefe Boshaftigkeit. Sei vorsichtig mit diesen Menschen. Doch in deinem Gesicht steht noch mehr geschrieben. Studierst das? Auf jeden Fall, dass dieser Hafenmeister boshaft ist, habe ich schon gemerkt, als er unseren Geodenbruder weggejagt hat. Mal sehen, ob wir noch mal an den geraten. Der Soldat in mir würde ihm ja am liebsten mal eine verpassen. Auch wenn der Geode in mir lieber friedlich bleibt. Als ich zurückkehrte, traf ich auf zwei Menschen, die eine Falle aufstellen wollten. Beide flohen, als sie mich kommen sahen. Was die wohl hier wollen? Ich kenne die beiden, von denen du sprichst. Sie versuchen mit ihren Fallen einen Blutwolf zu erlegen. Doch der Wolf ist zu schlau, um in diese zu gehen. Und so sterben nur die friedlichen Waldtiere in den sinnlosen Fallen. Das finde ich natürlich nicht gut. Weder ich selber noch mein Geode. Die armen, unschuldigen Tiere. Deswegen sollte man doch was machen. Aber was ist denn ein Blutwolf eigentlich? Ein unheilbar kranker Wolf, der zu einer blutrünstigen Kreatur geworden ist. Er wird nur noch von seiner Mordlust getrieben und tötet wahllos. Ich bin ihm seit Tagen auf der Spur und konnte ihn bis in den dunklen Wald verfolgen. Das klingt wirklich nach einem gefährlichen Tier, um das man sich kümmern sollte. Im dunklen Wald, Soll ich mich um den Wolf kümmern? Ja, du bist bereit für diese Aufgabe. Nutze deine Talente, stelle den Blutwolf und entschärfe die Fallen der Menschen, damit nicht noch mehr Waldtiere ihnen zum Opfer fallen. Das machen wir doch gerne. Aber vorher hätte ich ein paar Fragen. Sicher, frag. Ich würde gern mehr über dein Wissen erfahren, wo du dein Wissen her hast, weil vielleicht könnte das uns auch nützlich sein. Du hast die Wälder der Salamandra nie erblickt, oder? Dort, von wo ich herstamme, wird Wirklichkeit zu Traum und Traum zu Wirklichkeit. Indem ich diese beiden Welten durchschritt, habe ich Wissen erfahren. Oder vielleicht etwas zu viel geraucht, aber den Gedanken behalten wir mal lieber für uns, das muss er nicht unbedingt erfahren. Wir sagen einfach, dass wir es verstehen. Was möchtest du sonst noch erfahren? Sprich. Es interessiert uns, warum gerade du als Waldelf dich so nah an einer Menschenstadt aufhältst. Sicher ist es das. Doch so diene ich auf meine Weise dem Wechselspiel von Nordra und Cerza. Von Leben und Verfall. Ja, das machen wir als Geode ja eigentlich auch, indem wir der Erdenmutter dienen, Sumo, wie die Geoden sie nennen. Was möchtest du sonst noch erfahren? Sprich. Im Augenblick nichts, danke. Gut. Bist du also bereit, den Wolf von seinem Leid zu erlösen und die Fallen zu zerstören? Ja, das bin ich. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Doch ich werde dich nicht allein auf die Suche schicken. Unser Freund, der Dax, soll dich wieder begleiten. Das ist schön, der Dax war schon bei den Feuerfliegen sehr nützlich. Mal sehen, wie er sich gegen den Wolf schlägt. Bevor ich dich gehen lasse, will ich dir noch erklären, wie du die Fallen der Menschen am besten entschärfen kannst. Oh, wir lernen Fallen entschärfen. Hören wir mal aufmerksam zu. Nun geh, folge der Spur der Fallen zum dunklen Wald. Das machen wir doch. Aber bevor wir das machen, sollten wir erst einmal, fast 400 Steigerungspunkte ausgeben. Fangen wir mal mit Zaubern an. Auf jeden Fall Kraft der Erde verbessern. Das ist nämlich im Augenblick nicht gerade sehr prickelnd, was das an Schaden macht. Nämlich meistens null. Witzig bin, sollten wir auch verbessern. Plurumbarum ebenfalls. Die Kräfte der Natur auch mal auf 4 bringen. Unsere Lebenspunkte um 1 verbessern und unsere AI auf 35 bringen. So. Bei den Waffen können wir mal unsere Armbrust auf Maximum hängen. Unsere Gesellschaftsfähigkeit, das Überreden hätten wir vor dem Imker schon höher bringen können. Wunden heilen auf Maximum. Pflanzenkunde können wir 2 höher. Ja, doch 2 höher bringen. Zwergnaseins höher, Selbstbeherrschung und Sehschärfe. Und das Feinentschärfen bringen wir mal auf Maximum. Damit wir die Fallen auch entschärfen und nicht selber reintappen. So. Und ich habe gerade alles wieder rückgängig gemacht. Na gut, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich vergebe nochmal die Steigerungspunkte und dann entschärfen wir die Fallen. Bis gleich.